Ich war bei DM schon wieder. Ja. Ich habe gerade schon einen Haul abgedreht und zwar so eine Art Kleiderkreisel-Haul. Und ja, ich hatte gedacht, das wird sonst zu viel, weil diese Tüte ist bis zum Rand voll. Mit Dekorative, mit Sachen wieder mal, die ich brauchte. Und ich weiß noch, ich habe letzten Monat einen Haul abgedreht von DM Haul für 86 Euro. Da kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und habe noch gesagt, so, das muss auch mal sein. Und viele Zuschauerinnen von mir haben auch da drunter geschrieben, ja Jenny, das muss auch mal sein, so ein Einkaufsjahr. Ich habe jetzt auch wieder 76 Euro ausgegeben. Also ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich bei mir jeden Monat sein. Keine Ahnung, also... Naja. Aber ich zeige euch jetzt, was ich geholt habe. Fangen wir an mit einem Duschbad. Quatsch, nicht Duschbad. Ein Bade... Wie nennt man das? Bad? Badeschaum? Wie nennt man das, wo man drin badet? Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ist das Duschbad? Ich weiß es nicht, Leute, wie man das nennt. Was man in die Badewanne tut, damit man Schaum hat. Schaumbad? Ihr wisst, was ich meine. Ich dusche ja lieber, anstatt ich bade. Und aber jetzt gerade in der kühleren Jahreszeit, da bade ich dann doch ab und zu mal. Und da letztens habe ich zum Beispiel gebadet und ich habe mir jetzt aufgefallen, dass ich keinen Badeschaum hatte. Ja, und jetzt habe ich mir dann mal bei DM welches gekauft. Und zwar bin ich irgendwie nicht fündig geworden. Ich wollte auch keine so große Pullen haben, weil, wie gesagt, ich nicht so oft bade. Und dann habe ich halt mich für dieses Balea Luxury Verwöhnbad Golden Glamour, ja, entschieden. Und das riecht nach Patchouli und Vanille und hat nur 1,95 gekostet. Fand ich okay, ja. Und das sieht ja auch schick aus, das Fläschchen, ne, finde ich, ja. Dann habe ich aber noch zwei Duschbäder geholt. Wo haben wir es denn? Einmal so ein Erkältungsbadzeug, das hat nur 95 Cent gekostet. Es gibt das natürlich auch von Kneipp für 3 oder 4,95. Dann heißt es natürlich nicht Kräuterbad, sondern Erkältungsbad. Aber ich habe jetzt gedacht, mal für 95 Cent, das reicht ja, wenn ich mal erkältet bin und einfach nur mal durchatmen möchte. Und das halt mit Eukalyptus. Ja, wie gesagt, 95 Cent. Und ich kann mich daran erinnern, als Kind habe ich so, so Badezusätze geliebt, diese Kräuter. Kräuterig, Eukalyptus-mäßig gerochen. Hab ich geliebt. Dann habe ich noch eins. Wo haben wir es denn? Da unten, glaube ich. Dann haben wir die Bäder. Durch. Ich habe nämlich noch einen Lavendel geholt. Wer mich kennt, weiß, dass ich Lavendel liebe. Und so zum Entspannen ist das auch top. Ne? 95 Cent auch. So. Dann habe ich meine neue Irgendwie habe ich hier einen Knubbel. Entschuldigung. Für diese Aussprache, aber es ist nun mal so. Ich nenne das Kind jetzt beim Namen. Ich war nämlich ein bisschen erkältet und ich habe immer noch so, kennt ihr das, so einen dicken Knubbelrotz, den man nicht runterkriegt. Aber gut, es ist eklig. Entschuldigung, wir machen weiter. Ich habe mir eine neue Nachtcreme geholt für makellos schöne Haut mit Chorea-Butter oder Chorea. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und zwar sieht die so aus. 4,95 hat die gekostet. Bin ich mal gespannt, wie die so ist. Ich habe, glaube ich, bisher nur Gutes bei YouTube darüber gehört und ja, dann verwenden wir sie mal. So, dann wieder Wattestäbchen. Brauche ich ja ständig, vor allen Dingen hier am Schminktisch. Habe ich mir zwei Stück geholt, 25 Cent haben die gekostet. Meine neue Meridol Zahncreme, die finde ich sehr gut und hilft meinen schmerzempfindlichen Zähnen wenigstens so ein bisschen über den Berg, weil es ist oft extrem. Ich kann zum Beispiel im Moment gar keine Schokolade mehr essen. Mir jetzt nicht unbedingt nicht gut tun sollte, ne? Aber es ist trotzdem doof. Ab und zu mal ein Stück Schokolade wäre schon schön, das vermisse ich schon. Aber ich kann es nicht, weil ich dann Schmerzen ohne Ende habe und die Meridol, die ist schon gut dabei, die hilft da schon. Die kostet zwischen 2 und 3 Euro. Das Ebelin Präzisions Concealer Eye, zwei Stück habe ich mir auch gekauft. 2,45 Euro kosten die. Da ist ja das Türkise und das Rosane drin und da bin ich mal gespannt, wie die so sind. Dahin mit euch. So, und jetzt kommt eine Sache, die habe ich bei... Ja gut, hat der eine Spinne. Habe ich... Bei wem habe ich das gesehen? Eine YouTuberin, die habe ich jetzt gerade erst abonniert. Total die Freischnauze. Mädel. Und weiß ich nicht, ich glaube Abby Lipstick, Abby hier... hat sich auch gekauft und ich habe es mir jetzt auch gekauft. Und zwar ist es von P2. Bleibt hier. Macht mich alles gerade selbstständig, mein Einkauf.
Und zwar ist es von P2 das Gel Make-up. Oh, das sieht man jetzt natürlich gar nicht. In der Farbe 30. Also die Farbauswahl fand ich schon ein bisschen... Also da gab es einmal 10 Porzellan, voll weiß, ja. Also wirklich, das ist viel zu hell für mich gewesen. Dann einmal irgendwas rosy. Ah, das war mal sowas von rosa. Ja, und dann habe ich jetzt mich für Sand entschieden. Und ja, muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist. Und die Textur, die ist wirklich sehr gelig. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das so sich handhabt. Vor allem finde ich das auch so mal so in so einen Tiegel. Finde ich auch voll cool. Da muss ich echt ausprobieren. Aber 4,95 und das fand ich schon ein stolzer Preis für P2. Ich habe wieder zellulose Topfschwämme geholt. Voll spektakulär, ich weiß. Unter 1 Euro. Ich habe wieder Zahnbürsten habe ich geholt, 2 Stück. Ich habe letztens die beiden von Lidl geholt. Nicht gut gewesen. Voll, aua, obwohl die sensitiv sind oder weich oder was es auch mal war. Auf jeden Fall sind die so hart für mich, dass ich dauernd Zahnfleischbluten habe und das bringt nichts. Und jetzt habe ich mir wieder die von DM geholt. 95 Cent kosten die und die sind super. Habe ich auch 2 Stück, eins ist da noch irgendwo drin. Ich habe auch wieder Bobbypins, mussten auch wieder her, 95 Cent in Gold. Ich habe nichts anderes mehr gefunden. Letztens habe ich welche so in Kupferfarben gehabt. Finde ich für meine Haare eigentlich besser, aber ich habe jetzt nichts anderes mehr gefunden. Ich habe 50 Maxi-Pads Super Soft, habe ich mir geholt. Die halten im Moment irgendwie alle in die Kamera und ist ja nicht so, als hätte ich keine Wattepads mehr, aber ich musste sie haben, weil alle die haben. Und weil die groß sind. 95 Cent. Mein Baby-Shampoo geht jetzt leer, weil ich meine Pinsel halt in letzter Zeit, Gott sei Dank, häufig wasche. Und ja, deswegen wird es leer und ich wasche ja meine Pinsel immer mit Baby-Shampoo. Und ja, 95 Cent oder 1,25 hat das gekostet. Dann hier noch was von Meridol. Das ist eine Mundspülung, weil hier steht drauf, bekämpft die Ursache von Zahnfleischentzündungen und hemmt das Wachstum von Plaquebakterien, beugt Zahnfleischbluten vor, schützt vor gereiztem Zahnfleisch, ist ohne Alkohol. Und da habe ich mir gedacht, komm, 3,95, auch ein stolzer Preis. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich habe wirklich, also Zähne sind teurer, kaputte Zähne als sowas. Und deswegen musste das her. Das musste natürlich auch her, Käsegebäck, voll lecker. 1,45 kosten die jeweils und sind von Alnatura und natürlich nur das Beste, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Kram. Eine Kerze habe ich mir geholt und zwar für so ein, ich habe so ein großes Windlicht und da kommen so große Kerzen rein und die neigt sich dem Ende und die hat 1,65 gekostet. Ich hätte auch eine bei Action kaufen können, aber wenn ich jetzt wieder nach Action fahre, dann habe ich wieder voll den fetten Haul und das will ich nicht. Deswegen habe ich mich lieber da mitgebracht. Noch 2 Kerzen und zwar zweimal diese Airwick. Ich habe ja diese hier schon aufgebraucht. Das seht ihr auch in meinem Aufgebraucht-Video, was ich euch mal hier irgendwo verlinken kann. So eine Infokarte am besten. Habe ich mich jetzt verschmiert? Nee, ich hoffe nicht. Und dieser Duft war wirklich extremst gut. Den hat man so gut rausgerochen und ich fand dieses Lichtspiel auch schön kitschig, toll. Wenn ich das noch irgendwo auf dem Rechner habe, kann ich euch das mal einblenden, wie das Lichtspiel da nämlich ist, weil sobald ihr die Kerze anzündet, also sobald eigentlich schon allein das Feuerzeug oder das Streichholz im Glas ist, fängt das Glas an, in verschiedenen Farben zu leuchten. Und wie gesagt, ich blende euch das mal ein. Ich hoffe, ich habe es noch. Doch, bestimmt. Und ja, und vor allem verströmt es voll den tollen Duft. Und 4,95 kosten die Duftkerzen und sind allemal das Geld wert. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir auch noch eine andere Sorte mit. Und vor allem letztens haben die, glaube ich, 5 oder 6,95 gekostet. Und jetzt waren die nur noch für 4,95. Also nur ist gut, aber trotzdem. Ja, und jetzt habe ich mir noch dieses hier geholt. Das ist der leuchtende Bergwald. Und ich fand auch, das muss doch schön. Und riecht auch sehr gut. So nach Laub und Tannen. Und also super schöner Duft. Ja, 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 ja. Ja, hier ist die andere Zahnbürste. Dann habe ich hier das Frizz-Ease Traumlocken Styling Schaum mitgenommen. Ich mag ja keinen Schaum, normalerweise. Aber das soll man wohl in die nassen Haare reintun und dann Luft trocknen lassen. Und dadurch sollen die Wellen sehr fluffig werden. Und da ich meine Haare ja eh immer Luft trocknen lasse, habe ich mir gedacht, dann kann ich mit denen vielleicht abends, wenn ich die Haare mal wasche, tue ich mir das mal rein, mal gucken, was das so bringt. Hoffen wir mal. Weil 4,45 Euro hat das gekostet. Ja.
Dann habe ich nochmal Haargummis geholt für 1,95, die ohne Clipper, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und zwar diese hier. Die mussten sein. Ich habe sie bei Mama Co. gesehen. Ich habe sie bei... Wem war das noch? Ich glaube, das war auch bei Lipstick hier. Abby. Ich weiß echt den Namen nie. Ja, auf jeden Fall sind das ja MAC Dupes. Ich habe... Wartet mal, ich gucke. Es soll ja einmal Painterly. Soll das hier Creamy Matte Creme de Rose sein. Das können wir gleich direkt mal testen. Und das andere habe ich leider nicht, weil das soll das Ocker hier. Nee, wie heißt das? Auf jeden Fall auch ein MAC Paint Pot. Irgendwas mit Ocker. Kann das sein? Ja. Und den wollte ich mir eh holen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt natürlich nicht mehr, weil für 6 Euro oder 24 Euro ist ein Unterschied. Und der sieht so aus. Ja. Eine, ja, das, der heißt übrigens Creme de Nude, also wie der MAC Lippenstift. So, und dann, ich hoffe, man kann das jetzt mit dem Licht erkennen. Soft Ocker heißt das, glaube ich, ne? Hier auf MAC Paint Pot. Ja, ich glaube, man sieht nichts. Hier irgendwo, sieht man da was? Ja, es tut mir leid. Auf jeden Fall Creme de Nude. Und dann noch, wie heißt der jetzt nochmal? Creme de Rose. Und ich fand, Creme de Rose hört sich gar... Also, hätte jetzt niemals gedacht, dass das Painterly sein soll. Aber ja gut, so sieht der aus. Und der sieht nämlich ein bisschen kühler aus. Das ist der, ich glaube, den kann man erkennen, ne? So, und daneben swatche ich euch jetzt mal Painterly von MAC. Auf jeden Fall, Painterly ist doch was cremiger. Und ich finde, also es ist kein 1:1 Dupe, auf gar keinen Fall. Also wer das gesagt hat, Entschuldigung, aber nein, ist nicht so. Aber umso besser, weil dann habe ich mich zwei verschiedene Töne. Man, klar, ja, der eine ist mir schon aschiger als der, schaut mal. Das ist Color Tattoo und das ist Painterly. Also 1:1 Dupe sieht anders aus. Ich bin aber auch sehr, wie nennt man es? Ich bin auch immer sehr kritisch, was so Dupes angeht. Deswegen, also, aber juhu, Gott sei Dank, weil dann sind es wenigstens verschiedene Töne. Aber ich hätte euch gerne ein Dupe gezeigt, um ehrlich zu sein. Aber für mich ist es natürlich gut. Entschuldigung, ich bin ja wieder egoistisch hier. Dann musste eine neue Mascara von mir her, und zwar wieder die Lash Princess Mascara von Essence, weil meine trocknet gerade so ein bisschen ein und das ist ja die beste Mascara ever und die kostet 3,25 €. Ich möchte mir allerdings auch noch eine von L'Oreal holen mit diesen zwei verschiedenen Phasen, aber da warte ich, bis es bei Rossmann 20 oder 30% gibt. Und dann habe ich mir aber wegen dieser Zwei-Phasen-Geschichte, weil ich nicht abwarten konnte, habe ich mir auch wieder P2, ich bin ein bisschen P2-lastig heute, ne? Ich habe übrigens auch einen Lidschatten da gesehen, so ein Dreier-Ding in so einem kleinen für 3,65 €. Und da habe ich mir gedacht, nee, also P2, also, ne, komm mal wieder runter von deinem hohen Ross. Also ich finde, P2 ist echt ganz schön teuer geworden. Aber dieser Lidschatten, der war so schön, der da drin war. Den, ich glaube, so eine Farbe habe ich noch nicht. Ich habe schon gesagt, so ich guck mal zu Hause, ob ich so eine Farbe habe, aber ich weiß es, habe ich nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall von P2, ne, die Lash Extension Base geholt. Die hat wohl auch kleine Mikrohärchen da drin, na, damit die Wimpern verdichtet werden. Ja. Da bin ich echt mal gespannt und sie ist halt weiß. Ich hoffe, sie ist gut und ich werde euch berichten. Oh, und dann habe ich noch zwei Sachen. Und zwar einmal von P2 schon wieder. Gibt es dieser Perfect Lips Color Stop Lip Definer. So sieht der aus. Der kostet 2,25 €, glaube ich, oder 2,45 €. Und das ist wie so eine Art Base, dass man halt, wenn rote Lippenstifte, wenn man rote Lippen hat, dass es nicht überläuft. Das hat mir zumindest die Janina, schlag mich tot, die hat das in ihrem aktuellen Video gesagt. Was heißt aktuellen, aber in dem aktuellen, was ich jetzt gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, den muss ich mir holen.
Und ja, hier steht nämlich: langhaftender, transparenter Lippenkonturenstift verhindern das Auslaufen der Lippenstiftfarbe. Entlang der Lippenlinie auftragen. Und da bin ich mal sowas von angetan von, weil ich stehe ja voll auf dunkle Lippen und wenn die auslaufen, so ausbluten, sieht scheiße aus. Und dann habe ich auch jetzt mal ein Trended-Up-Produkt gekauft. Es musste sein. Aber dann habe ich mir halt nur einen Lip-Liner geholt. Und zwar einen Contour-Entglide. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene gibt. Und der sieht so aus. Und den habe ich hier immer noch so ein bisschen auf dem Handgelenk, weil ich den eben natürlich bei DM geswatcht habe. Aber ich fand die Farbe sehr schön. Das ist halt so ein, ja, ich würde sagen, so ein Ziegelsteinrot. Bin ich echt mal gespannt, wie der ist. Okay, das war mein DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich werde jetzt hier mal abbauen und alles verstauen und vielleicht noch was essen. Bis dahin, tschüss.